Diese Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass ich zunächst Variablen motivieren werde. Anschließend werden wir uns im Detail anschauen, wie man mit Variablen arbeitet. Variablen werden insbesondere eingesetzt, um ja mit Ausdrücken, also Verarbeitungsvorschriften, die einen Wert liefern, zu arbeiten. Ausdrücke sind Thema des zweiten Teils dieser Unterrichtseinheit. Und dann werden wir uns noch mit einigen weiteren Dingen beschäftigen, die im Zusammenhang mit Variablen eine Bedeutung haben, wie der Ort, wo Variablen zu definieren sind, und der Gültigkeitsbereich und die Lebensdauer von Variablen. Dann folgen wieder ein paar Code-Konventionen, die man einhalten sollte, wenn man mit Variablen arbeitet. Und zum Schluss gibt es eine kurze Zusammenfassung.